Ich bin Ottmar Stephan. Ich arbeite bei der Caritas Osnabrück in der Russlandhilfe, eine Kuh für Marx. Wir unterstützen seit 23 Jahren soziale Projekte in Russland, unter anderem auch in der Obdachlosenhilfe. Vor einem halben Jahr habe ich einen Filmbeitrag über die Shattersuit Foundation gesehen. Das ist eine gemeinnützige Organisation in Hengelo. Die produzieren Schutzanzüge für Obdachlose. Der Gründer von Shattersuit hatte die Idee zu den Schutzanzügen, weil der Vater seines besten Freundes auf der Straße erfroren war. Und der hat dann überlegt, wie er ein Kleidungsstück entwerfen kann, das der Obdachlose mit sich trägt und ihn am Tag und in der Nacht schützt. Und so haben wir in dem Rucksack zwei Teile, nämlich einmal einen wärmenden Mantel und wir haben gleichzeitig ein weiteres Teil, was man unten anknüpfen kann, sodass dieser Mantel sich erweitern kann zu einem Schlafsack. Bei meinem ersten Besuch in Hengelo haben wir gespürt, dass wir die Kooperation sehr gut gebrauchen können für unsere Russlandhilfe. Unsere Obdachlosenprojekte, vor allem in Sibirien, haben gezeigt, wie wichtig es ist, die Obdachlosen über diesen strengen Winter zu bekommen. Wir fangen an schon Anfang Oktober mit Minusgraden, die sich bis auf minus 40 Grad ausweiten. Und über ein halbes Jahr haben wir nachts Dauerfrost. Und da ist es ganz notwendig, einen Schutzanzug zu haben, der das Überleben im Winter garantiert. Was mich am meisten bei unserem Besuch in Hengelo begeistert hat, war, dass die Mitarbeiter dieses jungen Unternehmens sofort mit mir in Gedankenaustausch waren, wie man einen Shattersuit für die russischen Verhältnisse produziert. Sie haben bisher Shattersuits produziert für leichten Frost und sind jetzt mit uns dabei, einen für russische Verhältnisse herzustellen. Und das fand ich total genial. Und nun haben wir schon die ersten Shattersuits bestellt. Es werden 100 Stück sein, die im nächsten Winter nach Russland ausgeliefert werden.